So, hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht, heute zu einem neuen Videoformat. Ja, ich habe mir heute Verstärkung an die Seite geholt, das ist mein Sohnemann, der Luke. Hi. Der hat auch einen YouTube-Channel, der nennt sich Luke Zockt. Findet ihr auf jeden Fall, also gerade wer so auf Roblox und so ein Kram steht und auf Minecraft und Horrorzeug auch. Der ist da gut bedient, ja, oder wenn eure Kids da drauf stehen, sagt denen auf jeden Fall, dass die sich das angucken können. Okay. Und wir, Thema Horror, nehmen uns jetzt ein Messer. Das ist das Originalmesser aus Freitag der 13. nicht abgesprochen, Freunde. So, und wir haben nämlich heute hier zugeschickt bekommen, ja, von getdigital.de eine Lootbox, Freunde der Nacht. Und wir wurden gebeten, die mal aufzumachen und zu unboxen, ja. Und wir haben bis jetzt mit Lootboxen noch nichts am Hut. Ne? Die letzte Lootbox, die ich aufgemacht habe, war vor ungefähr 42 Jahren mit meinem Opa am Kiosk. Eine Wundertüte. Ja, die war damals, glaube ich, 5 Mark. Ja, ein Heiermann hat man damals immer gesagt. Ne? Ein Heiermann. Ja. Ja, früher gab es einen Heiermann, heute gibt immer vom Opa direkt 50 Euro. Oh yeah. So, und ja, wurde ich gefragt, ob ich das gerne machen würde. Und da habe ich gesagt, ja sicher, ich nehme mir hier den Nerd-Nachwuchs auf jeden Fall mit dabei. Und dann machen wir das mal zusammen. Ja, und ich bin jetzt richtig gespannt. Also getdigital.de, da kriegt ihr nicht nur die Lootboxen, ihr kriegt ja auch anderen coolen Kram. Ich habe mich da gerade mal so ein bisschen umgeguckt. Da ist so zum Beispiel, habe ich gerade gesehen, von Jurassic Park gibt es diesen Bernstein mit der Mücke drin. Cool. So zum Hinstellen und solche Sachen, ja. Also ganz irrer Nerdkram. Guckt euch da auf jeden Fall mal um. Danke auf jeden Fall auch für die Lootbox, die uns natürlich jetzt spendiert wurde von getdigital.de. Und dann gucken wir da jetzt auf jeden Fall mal rein. Ja, Your Geek Stuff Supplier. Ich wollte eigentlich noch warten. Ich hatte noch gefragt, hast du noch irgendwelche Infos, die ich noch ins Video reinpacken soll, wie lange ihr das macht oder sonst irgendwas. Habe ich eben heute geschrieben, aber jetzt war die Box heute da. Jetzt kann ich die Antwort nicht mehr abwarten, Freunde, weil ich jetzt total neugierig bin, was da drin ist. Ja, du auch? Ja, ich bin echt so gespannt wie ein, Flitzebogen im Sherwood Forest, Freunde der Nacht. Ja? Also, ey, wenn ihr da Bock drauf habt, ne, guckt euch das jetzt hier an und guckt, was da für ein cooler Scheiß drin ist. Und dann gehen wir hier richtig Gas drauf, Freunde. Ich bin gespannt. Scheiße, ich habe mich geschnitten. Nein, Scherz. So, wir sind gespannt. Erstmal, ich sehe Papier, Freunde. Ich sehe Papier. Die Papier. So, pass auf. Du, ich sehe ein bisschen mehr als du. Lass dich mal überraschen. Oh, Freunde, das ist schon geil. Das ist schon geil. Ich sehe schon was aus meiner Kindheit, Freunde, in der Nacht. Oh, was ist das? Oh, da sehe ich was für unseren Kleinen. Den Kleinen habe ich jetzt heute nicht dabei gemacht. Der ist mir noch ein bisschen klein für YouTube. Oh, yeah. Alter, wie geil. Da sind auf jeden Fall, sehe ich schon zwei richtig coole Sachen. Ich guck mal, ob da noch kleinerer Kram drin ist. Wir holen erstmal den kleineren Kram raus. So, was ist das denn hier? Was ist das denn? Ja. Ah, nein! Was ist das? Das ist, guck mal hier. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, so ein Stift mit so einer Geheimtinte, glaube ich. Cool. Glaube ich. Ich glaube, wahrscheinlich aus Dr. Who. Warte mal. Ja, mal du mal. Mal zeig mal dem alten Mann, wie das geht. Wahrscheinlich erstmal hier. Ne, das ist glaube ich nur, damit die Lampe geht. Also, da ist irgendwie. Ja, ich mache das kaputt hier. Ach, guck mal, hier ist ein Kuli. Kuli, mega. Kuli ist schon mal geil. Ja, ist ein Schaltschraubenzieher, Freunde. Aber was ist das hier? Warum leuchtet das nicht? Da muss doch leuchten, oder nicht? Was ist das? Ich weiß nicht. Also, ich hätte jetzt vermutet, dass hier so eine Geheimtinte drin ist. Und dass man dann hier mit der Lampe leuchten kann und die Geheimschrift schreiben kann, aber. Ah, guck mal hier! Schaltschraubenzieher! Ey, mega! Taschenlampe, wie habe ich die denn jetzt angemacht? Achso, hier musst du drauf drücken. Mega cool. Ey, das ist geil, oder? Das ist geil. Das ist geil. So für eine Tasche oder so kannst du abends, wenn du den Schlüssel nicht mehr ins Schlüsselloch kriegst, weil du zu betrunken bist, wenn du mal 16 Jahre alt bist, kannst du das immer mitnehmen. Kannst du ja auf den Arm schreiben. Luke. Telefonnummer und dann wissen wir, wo wir dich abholen müssen. So, was haben wir denn hier als nächstes, Freunde? T-Shirt habe ich in Größe vom Luke bestellt. M. Bin gespannt. Okay, wir gucken erstmal. Was ist das? Nerd-Shirt mit der Enterprises. Das ist ein Sehtest, macht der.
Und ich bin jetzt nicht so der Enterprise-Freak, aber ich denke mal, dass das die verschiedenen Versionen sind. A, E, B. Ja, wir werden wahrscheinlich die verschiedenen Versionen der Enterprises sein. Super geil, das ist ein T-Shirt wieder. Hier brauche ich keins kaufen. Ja, brauche ich keinen. Der wächst ja wie, ne, als wenn du den zu viel düngst. So, was haben wir hier noch? Ich werde zu viel gedüngt. Da sind richtig große Dinger drin, ne, Freunde. Da ist jetzt der ganze andere Kram drunter. Oh, was ist denn hier los, ey? Und hier ist so eine Broschüre. Der Digital Lootbox, da steht wahrscheinlich ein bisschen was dazu drin. Ah, ich will jetzt nicht den Händler schämen. Ich will jetzt nicht verraten. So. Freunde. Was haben wir denn da noch? Oh, nein. Oh, Wow, Star cool. Wars Socken. Freunde, Socken. Ne, also ich kriege ja immer Socken geschenkt von meiner Mutter, von meiner Schwiegermutter. Immer wenn Weihnachten ist, kriege ich Socken. Weil Und ich latsche hier auch durch. Ne? Er freut sich nie drüber. Ich freue mich immer drüber. Wie freust du Ich dich? freue mich immer über Socken. Socken sind immer super cool. Die Stormtrooper-Socken. Wie geil sind die, oder, Freunde? Richtig geil, ey. Ich habe die erst so rumgesehen. Ich habe gedacht, hä, was soll das sein? Ja, wie ich sie dann gesehen habe, so rum. Ja, Stormtrooper-Socken. Socken, richtig geil. Also ich brauche immer Socken, weil ich sehr viel laufe. Ich habe so meine 10.000 bis 16.000 Schritte am Tag. Und da läufst du schon mal ein paar Socken durch. So, und jetzt guck mal hier, ey, was ist das denn? Was ist das denn? Das ist so drei Fragezeichen. Und die drei Spülbürsten. Und die drei waren. Das ist ein Trockentuch, ne? Nein! Wie geil ist das denn? Das ist für die Mama, ey. Das ist für jeden was dabei in der Box, ey. Voll macho-mäßig, ne? Das ist für die Mama. Wie die das hört, ne? Nee, geil, Trockentuch. Trockentuch, können wir auch mal gut gebrauchen. Die drei Spülbürsten da oben, ey, richtig cool. Und der dreckige Abwasch, richtig geil. Nein, ich spüle natürlich auch mit ab und mache alles, ja? Also dem, ne, kannst du bezeugen, oder? Dass ich oft genug die Spülmaschine ein- und aushole. Ja. Aber geil. Kann man sehr gut gebrauchen. Sehr cool. So, jetzt kommen wir schon langsam zu den größeren Sachen, mein Freund. Aber was ist das denn noch? Weil da ist noch nicht klar. Ich komme mir vor wie so ein Kind zu Weihnachten, ne? Was ist das denn? Ein Anstecker. The guy who invented autocorrect should burn in hello. Das war geil. Der Typ, der die Autokorrektur erfunden hat, sollte in der Hallo brennen. Was ist ein Hallo? Ja, ist ein Tippfehler. In der Hölle. In hell. So, sehr cool. Ja, also hier so ein kleiner Anstecker, sehr geil. Könnte ein bisschen größer sein, aber cool. Für wer so eine Jeansjacke oder sowas hat, mega cool, kannst du dir drauf packen. So, Gesellschaftsspiel Brings, was ist das denn? Das sieht aus wie Tetris zum Mitnehmen bei Wolfgang Warsch. Ja, rotate the block und dann kannst du die hier so eintragen. So ein kleines Spiel für unterwegs, richtig cool. Kann man mal, wenn einem langweilig ist oder man auf Autofahrt ist. Kannst du sogar mit 1 bis 4 Spieler, 30 Minuten, 8 Jahre plus. Sehr geil. Cool. Sehr cool. Bricks. Ja, witzige Idee, das Ganze hier so analog zu machen, finde ich. Richtig cool. Ist doch irgendwie ein Würfel und ein Viererwürfel, den kann man dann zur Not. Selbst wenn du mit dem ganzen Spiel gar nichts anfangen kannst, kannst du den als Falle irgendwo hinlegen. Ja, so, sehr geil. So, jetzt kommen wir langsam hier zu den, da ist sogar noch eine Anleitung, eine fette zu Bricks. Okay, aber die wird ja bestimmt auch da drin sein. Geh mal, also Freunde, jetzt geht los. Jetzt geht los. Jetzt kommt mein Highlight, glaube ich. Freunde, jetzt kommt echt mein Highlight. So, was haben wir jetzt? Guck mal hier. Kennt ihr das? Ja, kennt ihr das? Die Älteren von euch werden das noch kennen. Kennst du das? Vom Sehen her. Hast du ja, aber glaube ich, auch schon mal geguckt, oder nicht? Ja, reingeguckt. Richtig geil. Gargoyles war tatsächlich eine meiner Lieblingsserien früher. Habe ich echt weggesuchtet. Die war richtig, richtig cool. Die finde ich auch heute noch richtig geil. Die ist halt immer noch richtig geil gezeichnet und so. Finde ich richtig cool. Jetzt gucken wir uns mal an. Da wird wahrscheinlich eine Figur drin sein, oder was? Zwei Figuren. Nee, eine ist da. Boah, mega. Alter. Ja, stimmt. Sieht ein bisschen nach Disney Infinity aus. Richtig cool. Ja, richtig, richtig geil. Wenn das ist so, weiß ich gar nicht, 90er Jahre, 80er Jahre? Keine wenn dann später 80er Jahre, weil da, ich muss so, weiß ich nicht, mindestens 12, 13, 14 gewesen sein. Ja, richtig, der ist cool. Der ist richtig geil. Das ist richtig geil. Der ist richtig, richtig geil. So, das ist, ey, bewegen kannst du nicht mehr. Ja, wie gesagt, sieht ein bisschen nach Disney Infinity aus. Aber auch hier so mit der Mauer und so, richtig geil. Richtig cool. Da muss ich mal gucken, wo ich den hinstelle.
Freunde, müssen wir mal gucken. Entweder muss ich gucken, meine Frau, die ist ja immer die, ne, wenn ihr hier oben hinten im Schrank guckt, ja, da die Elfe und so, ne, da ist meine Frau. Ich darf da ganz viele Rollenspielbücher hinstellen und meine Frau packt immer alles voll mit Elfen und so. Von daher muss ich da gucken. Kann ich sie vielleicht. Aber du kannst ja auf jeden Fall. Lukes Zimmer ist sowieso so ein richtiges Teenager-Nerd-Zimmer. Da passt das viel. Alter! What the fuck? Alter, jetzt komm ich richtig fett. Richtig, richtig fett. Geil. Das ist für Levi geil. Wie geil ist das denn? Freunde, wie cool ist das denn bitte? Wie geil. Ey, guckt euch das mal an, wie groß auch. Man kann natürlich jetzt auch sagen, dass ich das auspacke und das ist nur so groß. Aber ey, mega. Cool, mega. Also. Jetzt, oh. Messer. Ja, Messer. Komm, mit dem Messer geht es besser. So. Oh, Freunde, ey, ich bin gespannt. Ein Alter, da ist sogar hier so ein Zertifikat dabei, ey. Harry Potter und Rubius Hagrid. So ein richtiges Zertifikat, ey. Unglaublich. Ungläubig, ey. So, bist du rausgezogen? Ey, warte. Warte. Wie so ein Kuchen. So, du fängst. Ich stürze, du fängst. So, der Pandora. Pack ich mal runter. Und gucken wir mal. Und da ist sogar Styropor für Levi dabei. Wieso Styropor für Levi? Ja, weil der sich doch alles immer in die Bastelschublade droppt. Das stimmt allerdings. Ja, ne, wie unsere Bastelschubladen hier, ne, die sind so voll, ey. Alter. Weil einfacher wäre wahrscheinlich gewesen, wenn ich einfach den Kleber hier hätte abgezogen. Ne? Das klingt wahrscheinlich einfacher. Aber das, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Ne? Das sind so die Erfahrungswerte. Hast du noch einen Unboxing gemacht? Unboxing? Nee, sowas. So große Sachen glaube ich tatsächlich noch nicht. Ich habe mal einen PS4-Lüfter geunboxt. So, warte mal. Ist schon ab oder? Nee, füll mal was hier. Komm her da. So, muss man ja auch sagen, Hagrid, ne, coolster Charakter von allen eigentlich. Leider tot. Leider tot, der Schauspieler schon, ja. Leider so, Harry, ich habe einen Kuchen für dich dabei. Aber ich habe kurz auf der Fahrt draufgesessen. Wird dir aber trotzdem schmecken. Jo, Alter. Boah. Oh, das habe ich gerade drauf. Freunde. Ey, da ist ja der Hammer. Ist geil. Ey, das ist richtig cool, oder? Mhm. Das ist richtig, ey. Ey, und fühl mal, wie schwer das ist. Boah. Ey, Hammer, oder? Cool. Ey, Leute, das ist richtig geil. Ey, mega. Ey, das ist richtig cool. Ey, guckt euch den an. Wie cool die aussehen. Ey, guck, der ist richtig schwer, Freunde. Der ist richtig. Ja, ist so, das können wir nachher machen. Ey, mega. Ey, guckt euch das an. Ey, ich hab jetzt mit viel gerechnet, ne? Aber mit so einer hohen Qualität hast du nicht gerechnet, oder? Nee. Also ey, aber alles vom T-Shirt her und die Socken und das Spiel und mega, richtig, Freunde, geil. Richtig, richtig cool. Ja, ich weiß gar nicht, was die Lootboxen normalerweise kosten. Gucke ich auf jeden Fall nochmal nach, aber das ist richtig geil. Die Detailtiefe und alles, ich bin echt platt. Der kriegt auf jeden Fall einen coolen Platz irgendwo. Der. Richtig geil. Ey, Freunde, richtig cool, ja. Also ich muss sagen, ich habe immer von Lootboxen, ich bin ganz ehrlich, ich habe immer gedacht, da ist halt so wie eine Wundertüte damals für 5 Mark, ne. Aber da merkt man halt, dass das jetzt auch nicht 5 Mark kostet, sondern das hat halt auch echt, also hochqualifiziertes, also richtig qualitativ geiles Zeug ist. Ja, und ich muss sagen, ich hätte jetzt, ich brauche eigentlich nichts davon, ne? Aber ich finde das alles total geil. Oder? Also ich hätte jetzt, also dass jetzt jemand hier mir so eine Box packt, ne? Und ich alle Sachen auspacke und denke, ey, wie cool. Da hätte ich nicht mitgerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ey, guckt euch an, wie süß der Harry ist, ey, total geil. Total geil. Ey, Freunde der Nacht, guckt euch an, ja? Hier, der, ne? Der Gargoyle, auch mega cool. Ja? Und dann hier die geile Taschenlampe, so als kleines Gadget. Ich frage mich nur, warum man das drehen kann. Das ist wahrscheinlich Dr. Who irgendwie. Meinst du, das ist von Dr. Who? Ja, bestimmt. Meinst du, das soll der Schallschraubenzieher sein?
Das kann natürlich sein. Ja, es hatte so viele Ehren oder Eras, keine Ahnung. Da sah der bestimmt mal so aus. Kann sein. Ich bin mir nicht sicher, aber kann natürlich sein. Ja, hier der Button als kleine Dingen, sehr cool. Das Bricks-Spiel, ja, Tetris. Werden wir auch mal zocken. Zusammen, wir machen oft hier, wir haben jetzt, wir spielen momentan immer Drecksau, auch ein sehr lustiges Spiel und Uno, ne? Also wir fangen mit solchen Sachen an. Das werden wir auf jeden Fall demnächst dann auch mal auspacken und auch mal anzocken und mal gucken. Und dann halt die coolen Socken nochmal. Wir müssen noch ein bisschen aufrüsten hier mit Stativen und so. Wir hatten eigentlich ein Handy-Stativ, aber irgendwie ist das jetzt weg. Da muss ich mal machen. Aber wenn wir das öfter machen sollen, ich würde mich mega freuen, öfter machen zu dürfen. Das ist nämlich richtig cool. Coolen Socken. Riecht der Hagrid jetzt über die Schnute. Und das coole Enterprise-Shirt nochmal. Ja. Oh. Also richtig cool. Also ich sag mal, ich habe heute geguckt, da stand irgendwas normalerweise 64 Euro im Angebot. 25, aber schlag mich jetzt tot. Kann jetzt auch sein, dass ich total Blödsinn rede. Und dafür ist das echt geschenkt. Also muss man echt sagen. Ja. Also wenn das immer so qualitativ hochwertig ist, auf jeden Fall Daumen hoch dafür. Hauptsache nicht Gollum auf dem Schlüppi. Ach hier, das Wichtigste. Das Wichtigste. Die drei Würstbürsten. Die drei Spülbürsten. Ja, und der dreckige Abwasch. Freunde, damit trockne ich gleich erstmal ab, ey. Freunde, damit komme ich heute Abend erstmal ins Wohnzimmer. Ja, zu meiner Frau, ja, und nix drunter. So, wenn euch das Unboxing-Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall Likes da und haut mal raus, was ihr von dem ganzen Kram am coolsten findet. Ich finde echt alles cool. Ich bin echt sprachlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und von daher würde ich sagen, wir gucken jetzt, wo wir die alle hinstellen und alle hinhängen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Monat mit der nächsten Box wieder. Oh, würde mich total freuen. Ja, also war richtig cool. Und wie gesagt, haut mal Luke zockt einfach ein Abo raus. Guckt da auch mal rein, lasst in den Kommentaren da lassen, könnt ihr glaube ich gar nicht. Und doch, geht. Geht das, glaube okay. Ich, ja. Gut, und dann sehen wir uns wieder, ja. Ganz, ganz fettes Dankeschön nochmal an getdigital.de. Ich verlinke euch das auch hier unten in der Videobeschreibung und dann, ja, hoffe ich, dass wir euch da ein bisschen was anregen konntet, dass ihr auch sagt, ey, coole Sachen, da bestelle ich auch mal was. Guckt euch da um, die haben wirklich sehr, sehr coole Sachen, ja. Wie sie jetzt hier auf jeden Fall bewiesen haben. Bis dahin, alles Gute und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.